Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Lahn und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir finden unter Berufe und dann angeln. Und dort haben wir das Achievement verködert und dieses wurde mit Patch 10.05 hinzugefügt. Für dieses müssen wir Folgendes machen. Fangt 100 Fische mit dem übergroßen Schwimmer. Und ja, wo kriegen wir den übergroßen Schwimmer her? Naja, wir kriegen den von wirklich jedem Angellehrer bzw. jedem Mob, der Angelbedarf verkauft. Und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel hier im Legion-Dalaran auf die letzte Seite gehen, sehen wir hier übergroßer Schwimmer, dann können wir uns einfach kaufen für ein Gold irgendwas. Das gibt uns dann, wenn wir uns einsetzen, einen Buff und der hält eine Stunde und das reicht auch vollkommen aus, um quasi das mitzunehmen. Ihr kriegt den auch in allen möglichen anderen Städten. Ich kann euch das jetzt mal kurz zeigen, übergroßer Schwimmer. Hier auf WoW Head, da seht ihr, in welchen Gebieten ihr das überall kriegt und das sind wirklich einige, also wirklich bei jedem Angelhändler kriegt ihr den. Gut, also den holt ihr euch und dann würde ich euch empfehlen, ins Legion-Dalaran zu gehen. Da habe ich nämlich auf WoW Head einen kleinen Tipp gesehen, man kann das nämlich ein bisschen beschleunigen. Ihr müsstet jetzt mit dem übergroßen Schwimmer quasi 100 Casts wirken, um dementsprechend 100 Fische rauszuangeln und das Achievement fertig zu kriegen. Ist eine Sache, wo ich sage, ist jetzt auch nicht so lang, dass das dauert, aber selbst das können wir ein bisschen beschleunigen, denn es gibt hier den Vorteil im Legion-Dalaran, dass wir hier hinten diese speziellen Pule haben und wenn wir da reinangeln, jetzt weiß ich nicht, ist der Schwimmer drin? Jetzt ist auf jeden Fall drin, der Schwimmer. Wenn wir hier reinangeln, kriegen wir so Mana-Zeug raus und das ist nicht nur eins, sondern mehrere und da zählt jedes einzelne. Also wir fischen einmal rein und kriegen hier quasi nicht einen Punkt gezählt, sondern mehr. So, jetzt angle ich hier raus und ihr seht, ich habe 6 Stück rausgekriegt. Ich war gerade bei 73 und jetzt bin ich einfach, 73 sage ich, 93 und jetzt bin ich einfach auf 99 hoch. Also hier kriegt das dann wirklich in 2-3 Minuten, könnt ihr das fertig angeln. Und ja, seht ihr, haben wir so Achievement, da waren gerade sogar 9 drin. Also ihr kriegt so zwischen 5 und 10 mit einem Mal Angeln raus und dann könnt ihr es noch ein bisschen beschleunigen. Ja, genau, das war es eigentlich mit dem kleinen Achievement Guide. Heißt beim Angellehrer sich den übergroßen Schwimmer holen, dann ein bisschen reinangeln und wenn ihr es beschleunigen wollt, könnt ihr hier im Legion-Dalaran das Ganze machen. Also ich zeige es vielleicht nochmal, ich bin einmal im verheerte Insel. Und dann einmal hier im Legion-Dalaran und dort bin ich dann die Kanalisation runtergegangen. Hier hinten, da haben wir dann dementsprechend diese Special-Pool-Dinger. Und dann gibt es auch das Achievement. Zusätzlich gibt es da noch ein Toy, da haben wir dann dauerhaft quasi diesen übergroßen Schwimmer, ohne dass wir das Item mehr einsetzen müssen. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Freut mich, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.